Hallo Meinung, ja, meine lieben Zuschauer, wir sprechen heute mit einem bekannten Herrn. Er lebt in einem Gebiet, da herrscht Ausgangssperre, und zwar in Passau. Uwe, herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Bist du Grüß dich. versorgt? Also Rosinenbombe brauchen wir noch nicht. Diese Sorge brauchst du nicht zu haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir in einem sehr geschützten Gebiet liegen. Allerdings nur für den Dschihad. Insoweit ist also eine Entwarnung angesagt. In Richtung auf Corona haben wir tatsächlich eine Spitzenposition gehabt. Wir haben jetzt nur noch Platz 2. Hildburghausen ist also noch vor uns. Also insoweit ist schon etwas Entwarnung. Man sieht die Kurven auch, sie gehen alle nach unten durch die Bank, sodass also auch europaweit übrigens, ne, die Kurve knickt nach unten ab. In Passau selbst, ich war gestern in Passau in der Stadt. Ich muss wirklich sagen, es ist ein bedrückendes Gefühl, diese gähnende Leere zu sehen. Ja, überall rennen sie mit Masken herum, weichen sich einander aus auf dem Gehweg. Es ist ein Gefühl der Beklemmung, das tatsächlich vorherrscht. Die Geschäfte sind zu, es gibt kaum Verkehr. Es ist also wirklich eine beeindruckende Ruhe und Stille. Für diejenigen, die Stille und Ruhe brauchen in voradventlichen Zeiten, ist es ein angenehmes Gefühl, wenn man so durch die Straßen schlendern kann. Aber man darf ja nicht schlendern, man darf nur einkaufen, man darf nur schaffen, man darf zum Arzt. Aber alles andere darf man nicht hier in Passau. Und wir im Landkreis sind ja davon etwas betroffen oder auch infiziert. Wir haben ja auch eine hohe Quote, allerdings nicht so hoch wie die Stadt Passau. Aber die Gesellschaft ist gespalten. Das ist etwas, was ich derzeit bedrückend wahrnehme. Aber das ist, glaube ich, ganz deutschlandweit. Aber hier insbesondere, es gibt die Befürworter, es gibt die Gegner, es gibt also Glaubenskriege auf beiden Seiten, die andere nachgehen und richtig beschimpfen, wenn sie keine Maske tragen, obwohl sie befreit sind von einem Attest. Wir haben Polizisten, die in Praxen von Ärzten einfallen und dort die Patientendaten sicherstellen. Ist Und das passiert in Passau? Ich muss zwischenfragen jetzt, Uwe. in Das heißt Bayern, also, in Oberbayern und in Niederbayern. alles klar, und ich glaube auch in Bamberg bei uns, in Mittelfranken, ne? Das ist ja. In zwei Fällen weiß ich. Oberfranken, ja. Ich habe auch bei einem nachgefragt, bei dem Arzt, der mir das Attest ausgestellt hat. Ich darf mich mal outen. Ich bin also chronisch bronchitisch krank, also mit asthmatischen Anfällen. Insoweit trage ich also durchaus das Attest zurecht mit mir herum, um mich auszuweisen, dass ich keine Maske brauche. Aber wenn dann Polizisten wenn Polizisten bei Demonstrationen diese Atteste einsammeln, für ungültig erklären und dann bei den ausstellenden Ärzten Razzien veranstalten, geht das für mich deutlich zu weit. Das tut es auch. Uwe, Frage, wie ist die Situation? Kennst du Menschen, die an Corona erkrankt sind? Wir müssen ja zwischen diesen PCR-Tests, das, was dort passiert, die Gott. Testergebnisse und zwischen dem, was nachher wirklich infiziert ist, wie ist die Situation? Uwe, ich kenne Passau recht gut, die Dreiflüsse-Stadt. Ich war früher oft dort, im Dreiflüsse-Hof habe ich übernachtet. Uwe, Frage. Wie ist es mit der Krankenhausversorgung? Ist es nicht eher so, dass über Jahre hinweg versäumt wurde, das Gesundheitssystem in diesem Bereich so aufzubauen, dass man genügend Betten zur Verfügung hat? Ist es nicht eine Folge dessen, was wir erleben, dass das Gesundheitssystem eher ein Krankheitssystem ist und dass es vernachlässigt worden ist, a, die Bettenkapazität im Intensivbereich und b, was das Wichtigste ist, der Mensch im Intensivbereich, der fehlt ja. Das heißt also, es fehlen ja Kräfte, die auf der Intensivstation die Menschen, die dort betreut werden müssen, versorgen. Ist es nicht so? Also da kann ich nur Ja sagen, denn das weißt du auch. Die Situation ist kaputt gespart worden. Die Situation ist, dass die Krankenhäuser kaputt gespart worden sind und das über viele Jahre hinweg. Warum? Weil man das Ganze als Wirtschaftsbetrieb betrieben hat, weil Betriebswirtschaftler wie immer zugeschlagen haben, an der Stelle gekürzt haben, wo es am meisten wehtat, an den Personalkosten. Und da wurden die Pflegekräfte weggestrichen, da wurden die Betten weggestrichen, da wurde alles so gemacht, dass man alles möglichst komprimiert hat, damit es sich gut trägt und sich gut rechnet. Aber es geht nicht um ein gutes Rechnen, es geht um ein Gesundheitssystem, für das der Staat verantwortlich ist. Das ist der wichtige Punkt. Und wenn du dich erinnerst an 2019 im Herbst,
hat noch die Friedrich-Ebert-Stiftung gefordert, dass ungefähr ein Drittel aller Krankenhäuser stillgelegt werden müsste, weil sie sich nicht rechnen. Wenn ich mir so etwas vorstelle, dass die haben sehenden Auges unser Gesundheitssystem kaputt gemacht und jammern jetzt herum, dass nicht genügend Pflegepersonal vorhanden ist, dass nicht genügend Betten vorhanden sind. Ich weise im Übrigen darauf hin, dass die Anzahl der Intensivbetten ja drastisch gestiegen sein muss, weil ja für jedes Krankenhausbett im Frühjahr 2019 vom Staat 50.000 Euro gezahlt worden sind. Da haben diese Krankenhäuser ganz schnell mal zugeschlagen. Ich möchte mal gerne sehen, wie viele 50.000 Euro in Anspruch genommen worden sind und wie viele Betten da stehen. Das müssten ja deutlich mehr sein. Wir in Passau haben 5 freie Intensivbetten. Ob wir auch für fünf freie Intensivbetten das Personal haben, das ist die zweite Frage. Genau. Und in vielen Punkten ist das der springende Punkt. Ne? Genau, Uwe, Zwischenfrage, wie viele Intensivbetten hat das Klinikum in Passau? Also ich weiß, dass 5 frei sind zurzeit, sind an die 12 oder was, aber das hat alles nichts zu sagen. Ich sage es mal in aller Deutlichkeit, weil ich aus allen ärztlichen Informationen, zu denen ich Zugang habe, ob das Deutsche Ärzteblatt ist, ob das Ärzte sind, die Interviews bei der Frau Radovic ihre Vorstellungen darstellen, das ist überall das Gleiche. Die Anzahl der Betten und das Pflegepersonal müssen konkurrent sein, das ist das Erste. Das Zweite, es ist ganz wichtig, dass auch bereits heute oder bereits in früheren Jahren die Verlegung von Patienten von einem Krankenhaus ins andere Krankenhaus nur völlig normal war, wenn die Krankenhausintensivbetten überfüllt waren. Also das ist ein völlig normaler Vorgang, dass man Leute verlegen muss von A nach B. Es gibt ein schönes Beispiel. Wir haben ganz wenige Krankenhäuser, die heute noch spezialisiert sind auf Brandverletzungen und Brandwunden. Und da wird immer verlegt. Da wird mit Luftverlegung gearbeitet, mit Hubschrauber. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und wenn irgendwo ein Krankenhaus bei uns in Deutschland eine Bettenknappheit hat, kann es ohne Probleme seine Patienten verlegen. Also an Krankenhausbetten fehlt es nicht. Es sind genügend freie, auch deutschlandweit frei, wo verlegt werden kann. Es ist ohnehin die Frage, die du vorhin angesprochen hast mit dem Test. Das ist der springende Punkt, dass die Testergebnisse die Situation verfälschen und eine Angstsituation hervorrufen, die unerträglich geschürt wird von den Medien, die Tag für Tag immer wieder neu geschürt wird, indem man von Infizierten spricht, wenn man positiv Getestete meint, wo man die Zahl der echten Infizierten nicht darstellt, nirgends darstellt, wo man die Zahl der Infizierten nicht darstellt, die Symptome zeigen und die Zahl der Infizierten, die hospitalisiert werden müssen, in Krankenhäuser rein müssen, die werden auch nur verdeckt im RKI-Bericht auf Seite 14 oder so versteckt. Das sind die Punkte, die falsche Informationsberichte der Medien, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Das halte ich für einen Grundmangel der ganzen Sache. Richtig. Uwe, wir haben ja natürlich auch einen Ministerpräsidenten, der das Ganze in Potenz betreibt. Wenn wir uns bitte überlegen, täglich stürzt ein Flugzeug mit 200 Passagieren ab, dann sind das natürlich Vergleiche. Uwe, täglich, und das ist mein Informationsstand, den ich habe, sterben 5.000 Kinder an Hunger und Unterversorgung und medizinischer, nicht möglicher Versorgung. Das sind Dinge, das interessiert keinen. Malaria breitet sich wieder aus und. Das ist genau die Situation. Ich habe den Eindruck, Uwe, wir sitzen in der 747, die haben auf der Startbahn ein bisschen an den Gerätschaften rumgespielt. Das Flugzeug hebt ab und nun wissen sie nicht mehr, wie sie landen sollen. Das ist so ein bisschen plakativ jetzt dargestellt. Nur, Uwe, auf Kosten dessen von uns heute, von morgen und von übermorgen. Denn es spricht ja niemand mehr von den Größenordnungen, die jetzt an Verschuldung aufgenommen werden müssen. Ich darf, Uwe, lass uns da nicht in die Diskussion, da mache ich eine Extrasendung. Aber ich sage nur, Lars Klingbeil am vergangenen Donnerstag, den 26. November, Lars Klingbeil ist im Morgenmagazin in Berlin gefragt worden, was ist denn jetzt mit diesen Verschuldungen, mit den Milliarden, die Sie aufnehmen? Wir reden ja immerhin nächstes Jahr von einer Neuverschuldung, 180 Milliarden, dieses Jahr 210 Milliarden. Da sagt er, das ist doch wohl jetzt das geringste Problem, jetzt müssen wir uns erstmal um die Pandemie kümmern. Und das ist so eine Aussage, die zeigt, was wir dort für Laienschauspieler haben. Man möge sich bitte vorstellen, Uwe, du früher in deinem Amt als verantwortlicher LKA-Präsident Thüringen, man hätte gesagt, es tut sich etwas Extremistisches,
die sind vom Amt schwer bewaffnet. Ich lasse mal die Herkunft völlig dahingestellt. Und du hättest gesagt, jetzt gehen wir da erstmal in die Kantine frühstücken. Ne? Also das sind Dinge, Uwe, die Menschen verstehen es nicht mehr. Was ich nicht verstehe, Uwe, dass die Menschen bei uns durch diese Angst, die geschürt wird, Uwe, ich darf das mal so zeigen, eine manövrierbare Masse geworden sind. Die Menschen lassen sich kneten. Ich sage, wenn morgen gesagt wird, gegen Covid-19 hilft ein Klodeckel auf den Kopf. Ich fürchte, Uwe, die Menschen würden diesen Humbug mitmachen. Uwe, lass es sagen, wir beide verharmlosen das Virus nicht. Das tun wir nicht. Aber wir können auch nicht Folgendes tun, dass wir vor lauter Angst vor dem Virus eine Katastrophe herbeiführen. Und das scheint mir jetzt der Fall zu sein. Ja, aber wir haben Hoffnungen. Also immer mehr Medien kommen zu dem Gefühl, sieh mal her, immer mehr Medien kommen jetzt aus der Deckung heraus und sagen, was sie denken, was wirklich die Bevölkerung auch denkt. Wenn einer sagt, wer soll das noch verstehen, dass ich also die Maske ständig tragen muss, und dann sagt ein Oberbürgermeister wörtlich, Oberbürgermeister Dubber vom Passau sagt wörtlich, selbst beim Essen und Trinken und Rauchen muss man diese Maske tragen. Dann fängt der Irrsinn tatsächlich an. Er hat es sicherlich nicht so eng gemeint, aber das zeigt, wie weit man geht in der Angstproduktion und in der Angstmacherei, dass man den Leuten sagt, also selbst wenn du essen gehst, musst du die Maske kurz hochheben, dann darfst du das Essen reinschieben, dann musst du die Maske wieder runternehmen. Das ist lächerlich. Aber arbeiten geht, das dürfen sie alle. Und im Bus zur Arbeit fahren, das dürfen sie auch alle. Und alles Mögliche dürfen sie, was der Volkswirtschaft dient. Aber wenn es um Private geht, fünf Leute, zwei Haushalte, da fängst du an, verrückt zu werden, weil du nicht mehr weißt, bin ich jetzt dem einen Haushalt zugehörig oder dem anderen. Darf mein Sohn zum Beispiel mit seiner Freundin, der in einem Haushalt wohnt, mich besuchen zum ersten Advent? Nein, er durfte nicht, weil die Freundin nicht zu meinem Haushalt gehört, weil sie nicht gleich aufsteigende Verwandtschaft besteht. Das ist irre. Da muss man langsam sagen, und das ändert sich von Land zu Land. Wenn Freunde aus Hessen kommen, dann müssen wir beide überlegen, wie dürfen wir uns denn noch von Ort nach Ort begeben? Darfst du mich besuchen? Darf ich dich besuchen? Oder wer darf nicht mit? Darf der Hund mit? Darf ich mit, weil ich Jungfrau bin und du bist Witter? Das sind also Situationen, die mittlerweile auftreten, wo du den Kopf schütteln kannst. Also ich bin da auch deiner Auffassung auch, dass wir in einer schrägen Zeit leben. Aber ich stelle fest, dass die Medienlandschaft sich nach und nach ganz langsam verändert. Ich habe diesen RTL-Journalisten gehört, den hast du bestimmt auch im Kopf, der deutliche Worte gefunden hat. Ich habe den Fleischhauer gehört, der angefangen hat zu reflektieren, zu sagen, wir sollten mal überlegen, ob wir später vielleicht doch Unrecht hatten. Es kommt einer nach dem anderen so nach und nach aus der Deckung, weil die Zahlen und die Fakten, die auf dem Tisch liegen, sind erdrückend. Es weiß jeder, ich warte nur noch auf eines. Ich warte auf die Klage von Professor Dr. Füllmich, dass die Klage angenommen, die ist in Amerika schon angenommen, dass sie angenommen wird in Europa, und dann wird es eng für die Familie Drosten, Merkel und Wieler und Co. Dann werden sie nämlich vorgeführt werden, dass der PCR-Test nicht das Papier wert ist, auf dem er beschrieben ist. Der PCR-Test dient nicht dazu, Infektionen festzustellen. Es ist ein reiner diagnostischer Test, der im Diagnosebereich eingesetzt wird. Ja. Der wird behandelt bei uns wie das Amen in der Kirche. Also das ist unglaublich. Und darauf fußen sämtliche Maßnahmen. Diese ganzen Maßnahmen sind eigentlich auf tönernen Füßchen, nicht tönerne Füße, das sind tönerne Füßchen, die man jederzeit wegklicken kann. Ich hoffe inständig auf unsere Justiz. Ich hoffe inständig, weil es die letzte Gewalt, die in diesem Land noch funktioniert. Sollte. Ja, klar. Uwe, ich glaube und ich bin mir sicher, das ist auch etwas, wo wir uns auf die Schulter klopfen können. Wir gemeinsam, Uwe, wo wir sicher auch bei Hallo Meinung eine entsprechende Reichweite haben und immer wieder darauf hingewiesen haben, eine Diskussionsbereitschaft zu zeigen und die Dinge auch mal kritisch zu sehen. Uwe, etwas Satirisches zum Schluss, was in Deutschland wieder aufblüht ist, jetzt hier kommt der Platzwart, Herr Kranz, jetzt müssen wir mal achten, Sie auf Ihren Nachbarn. Ja. Und es ist auch gewollt, wenn der Nachbar feiert oder wenn dann Leute da sind, rufen Sie die Polizei an. Ja. Rufen Sie die 110, wir kommen sofort. Das gibt es nicht in Deutschland. Ich habe, Uwe, wenn ich das so sehe, Erhebungen, da sagen ein Drittel der Leute, sie würden ihren Nachbarn anzeigen, also denunzieren. Ja. Ja. Da muss ich sagen, Freunde, kehrt vor eure eigenen Haustür, kümmert euch um euren eigenen Sumpf
aber lasst eure Nachbarn zufrieden. Und lasst euch nicht wieder irgendwo in Situationen, weißt du, wenn ich das sehe, so, wie war es denn 33? Oder wie war es denn bei der Stasi in der DDR? 90, ne? Ja. Wie war es denn da? Genau. Obacht, da ist der Klassenfeind und der hat Besuch. Ja, was ist denn hier los? Und unser König Ludwig, der schießt in die volle Kerbe hinein. Es ist, oder der Markus Blume, der Generalsekretär. Na, das ist ja ein Hardliner, mein lieber Scholli. Der Kumpel ist ja in der falschen Zeit unterwegs. Ne? Nee, also Uwe, vollkommen deiner Meinung. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und ich wünsche alles Liebe nach Passau. Und wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, wir sind jederzeit bereit, dich aus Mittelfranken zu unterstützen, weil das Nürnberger Land zählt zurzeit noch nicht zum Risikogebiet. Wir haben die Reisefreiheit noch, Herr, aber ohne Übernachtung. Ohne Übernachtung, ganz klar. Ohne Übernachtung, Herr Brand. Ich danke dir. Uwe, ciao, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Okay, danke schön.